Der Ball kann in Oberzissen rollen. Das erste Minispielfeld der Fußballhilfsstiftung im Rheinland ist eröffnet. Der 38 x 18 Meter große Platz im Fußballkreis Rhein-Ahr wurde binnen 8 Wochen fertiggestellt. Es ist somit der erste von insgesamt 5 in 2016. Walter Dech und seine Präsidiumskollegen zeigten sich beeindruckt von der Oberzissener Bewerbung. Ein Idealfall für die Stiftung. Ich freue mich, dass wir da mit der Stiftung wirklich mal etwas auch in die Öffentlichkeit tragen können und auch wirklich was Bleibendes schaffen können. Diese sonstigen Dinge, die wir machen, sind ja häufig Hilfen in kurzer Form für irgendwelche Unfälle oder Schwierigkeiten, die jemand hat. Hier können wir was machen für die Jugend auf breiter Front, wo über Jahre hinweg gespielt wird. Impuls und Geldgeber zu diesem auf 3 Jahre und 15 Felder angelegten Projekt ist Frank Gotthardt. Er ließ es sich nicht nehmen, bei der Premiere dabei zu sein. 20.000 Euro pro Feld spendet der Koblenzer Unternehmer. Am Anfang stand eine Idee, jetzt steht schon das erste Feld. Als ich eben hier ankam und dieses Minispielfeld gesehen habe, da war ich 3-mal erschlagen. Einmal die vielen Kinder, die Spaß hatten und hier rumgespielt haben. Dann die Qualität hier, ich sah echt super. Und die Größe, ich hatte mir das gar nicht so groß vorgestellt. Ne? Und ich glaube, das kann man nicht nur für Kinder benutzen. Da können man so, also Leute wie ich könnten, wenn sie mal Zeit hätten und Spaß hätten, mit ein paar anderen zusammen hier auch Altherrenfußball spielen, weil man läuft ja keine 10 Kilometer mehr. Und da ist gerade so eine Größe von dem Feld wirklich was Schönes. Ne? Genau das ist die Idee. Deshalb wird dieser Kunstrasen-Bolzplatz, wie Ortsbürgermeister Eugen Schmidt das Objekt nennt, auch 24 Stunden und für jedermann zugänglich sein. Die Gemeinde steuerte ebenso einen Geldbeitrag zu der Gesamtinvestition von ca. 90.000 Euro bei, wie das Land und der Kreis. Die Gesamtfinanzierungsidee hatte der SV Oberzissen in seiner Bewerbung auch mit eingereicht. Sicher kein Nachteil. Wenn 40 Vereine sich bewerben, gibt es natürlich mehr als 5, die man für ausgesprochen geeignet hält. Dass wir uns hier jetzt entschieden haben, das war eben eine Mehrheitsentscheidung im Vorstand. Und ich freue mich, dass wir eine gute und richtige Entscheidung getroffen haben. Und dies zum richtigen Zeitpunkt, denn der SV Oberzissen stellt sich gerade neu und zukunftsfähig auf. Der Vorstand um Manfred Dedenbach setzt auf die Jugend. Ein lobenswerter Weg und überhaupt hagelte es Lob. Da ist man den Tränen schon nah, wenn man das hier so sieht und wie viele Leute geholfen haben. Und ich denke, da macht sich die Vereinsarbeit auch aus, der Zusammenhalt und die Leute, die einem helfen. Und wenn man einen anspricht, man kriegt kein Nein. Alle sind bereit zu helfen und man muss sie nur fragen. Die Leute wollen einfach helfen. Geholfen haben auch 5.000 Euro von der Aktion Mensch. Denn der Verein will hier noch eine Rampe für Rollstuhlfahrer installieren. Es ist an alle gedacht und nahezu alle im 350-Mitglieder-Verein haben auch mitgemacht. Eine Menge Eigenleistung steckt in der vereinseigenen Anlage, die in einen Hang gebaut wurde. Dies alles geht nur zusammen. Gerade dieser Teamgedanke gefällt Dr. Tino Wagner, der als Sponsor am Bau der Minifelder beteiligt ist. Die jungen Leute, die bei uns anfangen, von denen fordern wir ganz klar, dass sie Teamplayer sind. Und wo kann man das besser letztendlich lernen, als in so einem Alter zwischen 6 und 16 Jahren auf dem Fußballfeld? Das passt perfekt. Dieses Feld in Oberzissen wird dem gerade mit Niederzissen und Wehr neu gegründeten Jugendförderverein weitere Trainingsmöglichkeiten für die Kleinen bieten. 16 Teams wird die JSG Zissen in der neuen Saison in den Spielbetrieb schicken. Entwicklungen, die auch erfolgreichen Unternehmern imponieren. Irgendwo muss man leistungsbereit sein. Ohne Leistung macht das Leben keinen Spaß und macht man selbst auch den anderen, glaube ich, keinen Spaß. Dann muss man eine gewisse Freiheit haben, weil wenn man zu sehr immer nur gegängelt wird, ist absurd. Und man muss lernen, mit anderen die Freiheiten auszuloten. Wie weit kann ich gehen? Wie kann ich gemeinsam eventuell mehr erreichen, wo ich dann Kompromiss eingehen muss? Und das finde ich halt im Fußball. Der Fußball ist da eine ideale Sportart. Und so konnte eine Kooperation entstehen, die zunächst 15 Vereinen die Chance auf ein solches Spielfeld bieten wird. Die nächsten entstehen in Linz, Gerolstein, Pellingen und in der Augst. Für die weiteren 10 können sich Vereine weiterhin bewerben. Es lohnt sich.